So, ihr wollt wissen, was in der Höhle ist? Genau, das wollt ihr. Ich will es nämlich auch. Und also gehen wir einfach mal rein. Ja. By speed and time. First one to reach finish line has to save time. Okay. Willkommen. Okay. Einfach mal hier einkaufen, genau. Ach, hier gibt's nur einen normalen Beleber für denselben Preis wie ein Top-Beleber. Ist klar. Ach nicht. Ja klar, verkauf Beleber und Top-Beleber zum selben Preis. Brillant. Was willst du? Pokéblock? Was? Ich bin gerade voll verwirrt. Jetzt eigentlich, das ist wie die Safari-Zone. Was? Wie läuft denn das ab? What? Also es ist keine Falle. Nein, wir wollten einfach nur ein Rennen mit euch. Okay. Also wolltet ihr keine Rache? Genau. Okay, dann habt Spaß. Okay, wenn ihr gewinnt. Ach, egal. Starten wir. Viel Glück. Lasst uns das tun. Auf die Plätze oder so. Die Regeln sind simpel. Einmal um den Kurs, before you run out of times. Time attack race. Okay. Red line, the finish line, and green line, checkpoints. Alter. You can no longer get back. Okay. Wenn die Zeit auf die Plätze. Fertig. Los. Ja, genau. Lauft vor. Hallo, das ist ein Rennen. Nicht ein Statuen-Contest. Ach so. Ich kann rennen. Ich kann rennen. Oh, wie geil. Okay, ich muss schneller sein. Schneller, 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 schneller. Cheater. Ach, egal. Einfach mal rein da. Haha. Also doch eine Falle. Okay. Das war jetzt ein bisschen scheiße von ihm. Weil ich jetzt voll Zeit verloren habe. Zweimal. Naja, was soll's. Hä? Ein Labyrinth. Aber ich liebe Labyrinthe, wie ihr ja alle wisst. Da ist ein Sichlor. Da muss ich eigentlich nicht lang, nehme ich an, aber was soll's. Was willst du? Okay. Ach, die haben sich verlaufen. Oh, es fühlt sich so gut an, laufen zu können. Wisst ihr das eigentlich? Nein, ich will jetzt nicht alle Pokémon ansprechen. Da ist auch ein Sichlor. Lalalalalala. Oh, es ist so geil, einfach mal stumpf durch die Gegend zu laufen. Aus dem Weg. Was zur Hölle? Wow. Das war ein schnelles Mirapla. Yeah, ich bin zweiter Platz. Hier der Preis. Ich habe Zink erhalten. Und Carbon. Ich will nochmal. Und Protein. Ja, ist okay. Alter, was kriege ich als zweiter Platz denn alles? Ja. Ja. Okay. And please accept this. This is the real second place. Okay. Ach so. Oh. Okay, große Perle. Wow, danke. Oh, glitzernd. Moment. Nicht so schnell. Ernsthaft, habe ich es immer noch nicht kapiert.
Prepare yourself. Okay. Wie? Was? Hä? Kein Battle? Es ist der Boss. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt fair gewonnen. Danke. Es tut mir leid, dass mein Team aus Zeit gelaufen. Kein Problem. Und jetzt erzählt ihr uns, wieso ihr hinter den her wart. Simpel, wir haben sie gefragt, ob sie in einem Rennen dabei sein könnte. Was? Aber sie wollte nicht und hat uns angefangen zu anzugreifen. Was zur... Der Grund ist ziemlich seltsam. Okay, danke, nehme ich an. Und danke nochmal für eure Zeit. Wir haben das Rennen genossen. Danke, okay, los. Das fand ich jetzt ein bisschen scheiße. Ja, ich will zurück. Ja, und jetzt? Ja, ich möchte zurück. Obwohl, ich würde mal noch mal so gern so ein Rennen machen, ne? Obwohl, ne, später vielleicht oder so. Ja, zurück zum Pokémon-Platz. Also, wo sind denn die ganzen Das bringt doch voll. Wo sind denn die ganzen Items? 6x10 und so ein Scheiß. Holy Motherfucker. Das heißt, ich kann jedem zweimal das drauf tun. Aber ist geil durchdacht. Spezialverteidigung. Eigentlich die Verteidigung ist mir noch am unwichtigsten. Spezialangriff. Das ist für mich am wichtigsten eigentlich. Unter anderem Nebenangriff. Speed geht auch. Oh yeah, wie ich die einfach mal pimper hier mit jedem Drogenzeugs. Pikachus Angriff nimmt zu. Pikachus Angriff nimmt zu. Der Angriff von den Divien nimmt zu. Und der Angriff von den Divien nimmt weiter zu. Und der Angriff von Feuerriegel nimmt zu. Der Angriff nimmt noch weiter zu. Speed. Und Pikachus Geschwindigkeit nimmt zu. Und sie nimmt weiter zu. Und die Geschwindigkeit von Divi nimmt zu. Und sie nimmt weiter zu. Und die Geschwindigkeit von Flamly nimmt zu. Und sie nimmt weiter zu. Aber ich finde das richtig geil. Aber wenn man bedenkt, hallo, Platz 1 hat 3 Nuggets bekommen. Also, Leute, wir haben das alles 6-mal bekommen. Das ist ungefähr so viel wert. Das ist mehr wert. Also, ich muss sagen, gut, dass wir Platz 2 geworden sind. So, jetzt haben wir uns erstmal richtig aufgetuned. Okay, geheilt. Gucken wir mal, was haben wir denn jetzt für Werte? Okay. Ja, Pikachu Speed ist auf 50, das ist geil. Oh mein Gott, ich kann rennen! Ich kann dauerhaft rennen! Ja! Das ist so geil. Okay, das zweite Bandage haben wir auch, stimmt ja? Moment. Hier steht zwar nirgendwo, dass das Item da ist, aber... Wir können rennen. Ich fühle mich so gut jetzt endlich. Hi, Night. Ich hoffe, wir können jetzt dauerhaft rennen. Und jetzt müssen wir wieder eine neue Mission annehmen, stimmt's? Ja, müssen wir. Können wir hier inzwischen hin? Oh, immer noch nicht. Da auch noch nicht wahrscheinlich. Oh, es tut so gut, einfach mal durch die Gegend zu rennen, das glaubt sie gar nicht. Okay. Und wie war's rennen? Es hat Spaß gemacht. Ja, wirklich. Nächste Mission. Jupp. Wir haben wohl nie einen Tag frei, was? Es ist von Dratini, einem Drachentyp-Pokémon. Was sagt es? Crystal Mountain. Oh, nicht schon. Pikachu denkt dasselbe wie ich, wie geil. Bitte sag nein, bitte sag nein, bitte sag nein.
Ja, es ist in den Green Hills. Ich sagte, bitte. Oh, ich hasse die Green Hills so langsam. Was ist denn HM5? Danke. Okay, lass uns gehen. Ja, ja. Oh ja, was auch immer. Oh, obwohl, warte, es ist doch gar nicht da, wo wir sind, oder? So, was ist HM5? Blitz. Ey, komm. Zerschneider sehe ich noch einigermaßen ein, aber Blitz, nein. Nein. Ich werde Pikachu nicht Blitz beibringen. Das wäre einfach totale Mega-Verschwendung von einem wertvollen Angriffsplatz. Oh, es ist so angenehm mit Laufen. Pack. Ja. Ein wildes Hauptsprung. Glut. Also ich dachte jetzt eigentlich Green Hills war dieses andere da. Ha. Und geheilt. Aber ich muss sagen, das Pikachu, das ist wirklich genauso wie ich. Also, schon cool, wa? Wir denken identisch. Ich würde mal sagen, die Pokémon-Erscheinungsrate ist hier definitiv viel zu hoch in dem Spiel. Man könnte sie gerne halbieren. Oder um 75% runtersetzen. Oder um 100% runtersetzen. Obwohl, dann wäre es mit dem Training ein bisschen scheiße. Too much Pokémons. Aber was auch immer, wir können laufen. Das war die falsche Attacke, aber trotzdem sehr effektiv. Wir können laufen. Und ich will Flammie entwickeln können. Diese ganzen Pokémon-Kämpfe. Okay. Oh Gott, kann man nicht einmal ohne Pokémon-Kampf auskommen. Schnabel. Mal gleich eine Sache nach, nämlich wegen diesem Rennen. Ich bin neugierig, ob man es ja öfter machen kann, weil das wäre wirklich geil. Ich meine jetzt nicht nur, hallo, wir haben als zweiter Platz so eine geile Scheiße bekommen, nicht nur wegen dem Reward, also das, was man bekommt dafür, nein, nämlich auch, weil es einfach Fun gemacht hat und weil ich das Laufen gelernt habe. Was jetzt irgendwie ziemlich ironisch ist, Laufen erst dann zu lernen. Ja. Was auch immer. Zu viele Pokémon kommen hier die ganze Zeit. Ja, natürlich, überlebt mit einem KP. Aber wieso kann ich nicht einfach irgendwo irgendwie Schutz kaufen oder so? Oder meinetwegen, keine Ahnung, irgendwie so eine stinke Weste, dass alle mir vom Leib bleiben und keiner mehr was mit mir zu tun haben will. Was? Ach so, da. Ach so, ich dachte schon. Geheilt. So. Okay. Hallo, hier kann ich auf einmal nicht mehr laufen, ne? Ist klar. Okay, nur eben mal testen, ob ich noch rennen kann. Ich habe eben Safe State gemacht, nur dass ihr es wisst. Also nicht, dass ich jetzt umsonst hier das verschwende. Das mit den Safari-Bällen ist ziemlich unlogisch.
Ja, man kann gar nichts mehr machen. Okay, gut, interessant. Aber Leute, wir machen Schnitt und dann machen wir im nächsten Part weiter, wo wir weiter müssen, was ich annehme, was da rechts ist. Aber okay, haut rein.